Erst heute wurde ich wieder gefragt, was ist das Spiritualität? Eine Frage, die ich hier beantworten möchte im wunderschönen Dürnstein. Nachdem wir 300 Höhenmeter überwunden haben, werden wir uns vom höchsten Punkt aus, den wir heute erreichen können, dem Thema widmen. Der Frage nach der Spiritualität. Erst heute Morgen per Internet hat eine Dame gefragt, sie wollte meine Meinung wissen zur Spiritualität. Wird ein Wissenschaftler nach seiner Meinung gefragt, ist das ähnlich, als würde man ein Individuum nach seinem Schwarmbewusstsein fragen. Wissenschaft und Personizität und Individualismus wären ein Widerspruch. Stimmt, aber nur dann, wenn der Wissenschaftler über keine einzigartige, exklusive, individuelle Erkenntnis verfügt. Das Schwarmbewusstsein, der Zeitgeist, hat sicherlich nicht alle Begriffe so abgesteckt, dass das gesamte Spektrum von dem, was man kennt, wirklich abgedeckt wird. Und hat man den Aufstieg erst einmal geschafft und die Welt unter sich mit ihren Begriffen und was es sonst noch alles gibt, dann hat man den Überblick. Und alles fügt sich zueinander wie in einem Puzzle. Also da sind die Haken drin, siehst du? Spiritualität. Nach 3 Generationen und meinerseits 30 Jahren Forschen, Religion ist interessant, was die Leute erleben, als Experiment, nicht was sie denken oder was irgendjemand sagt. Nach 30 Jahren Forschung, Spiritualität, Spirit, der Geist, der denkende Geist und der spirituelle Geist. Und wenn beide Geister ein gemeinsames, einen Geist bilden, dann ist die Spiritualität vollbracht. Es geht noch weiter hinauf für noch mehr Ausblick und noch mehr Sicht auf die Welt. Ein einsamer Mantra meinte eben zu dem Thema ein gesundes Weltverhältnis. Aber es ist mehr. Es ist schon auch Identität. Kommunikation zwischen Subjekt und Subjekt und Internikation zwischen subjektivem Geist und objektivem Geist. Mensch und Welt. Sein und Seiendes. Und noch höher geht es hinauf für noch mehr Überblick und noch mehr Erkenntnis und Glück. Wenn wir lesen in den Büchern des Lebens, wenn wir fleißig lesen in den Büchern des Lebens. Spiritualität. Kommunikation zwischen Subjekt und Subjekt und Internikation zwischen subjektivem Geist und objektivem Geist. Zelle und Organismus.
Nicht nur dein Körper hat einen Geist, auch dieser. Du Einzeller, ich Einzeller, Vielzeller. Und nach dem schweren Aufstieg, der gemütliche, wunderbare Abstieg. Adrenalin. Nur nicht runterschauen. In meinem ersten Video seht ihr, wie ich meine Höhenangst überwunden habe. Aber ganz ist sie nicht weg. Das ist, Freunde, das ist der Mördersteig. Das ist der Mördersteig. Von wegen der schöne, angenehme, leichte Abstieg. Survival! Take the challenge and survive. Na, tut das Backe nicht. Das ist ganz easy. Pack mal das Ding weg. Wie habe ich vorhin gesagt, nur wer den Aufstieg wagt, hat dann den schönen, angenehmen Abstieg. Keine Ahnung, was das ist, aber es ist sehr hübsch, oder? Schau dir das mal an. Das Schöne. Bequeme, gemütliche Abstieg. Kein einziger ist uns auf dem Weg begegnet. Gefährlich, anstrengend, aber von den höchsten Höhen bringe ich euch einen Überblick herab. Aus den Höhen des Seins in die Niederungen des Seienden. Aber der Weg hinauf und der Weg hinab sind ein und derselbe Weg. Wie dieser Einzeller und dieser Vielzeller. So, für alle, die dieses Video genossen haben, abonnieren und die Glocke drücken. Abonnieren und die Glocke drücken. Abonnieren und die Glocke drücken.